Ja, Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Luigi's Mansion 3. Im letzten Part haben wir ja so einen kleinen Multiplayer-Part gemacht. Den werde ich wahrscheinlich auch einfach zusätzlich hochladen zu dem normalen Part. So wichtig war das jetzt auch nicht. War ganz nett, aber naja. Aber heute geht es hier natürlich ganz normal weiter. Oh, hier gibt es einen Edelstein für. Cool. Da hätten wir jetzt schon mal zwei von sechs hier, okay. Ist auch irgendwas hier versteckt, was wir vielleicht finden können? Nee. Wir haben ja jetzt mittlerweile das Zimmermädchen gefangen. Warte mal, hier geht's weiter, oder? Nee, das sah gerade nur so aus. Ach, das ist wegen des Lichts. Ah, okay. Aber warte, hier kann man trotzdem weiter. Warte mal. Im letzten Part haben wir auf jeden Fall das Zimmermädchen gefangen, den Koffer zurückgebracht und jetzt haben wir hier Luigi freigeschaltet. Aber erstmal schauen wir hier weiter. Was wir hier noch so haben. Ja, die ganzen Assis umbringen, die Spinnen. Ja, die goldene Spinne ist jetzt ein bisschen zu schnell weggelaufen. Aber egal. So, hier können wir jetzt mittlerweile auch mit Hilfe dieses Lichtes hier die Bilder zum Leben erwecken. Und damit kriegen wir jede Menge Kohle. Ja, also das lohnt sich doch. Hat sich doch hier mal richtig gelohnt. Kann ich hier hochklettern, diese Treppe? Leiter? Ah, tatsächlich? Ah, und hier haben wir einen weiteren Edelstein? Oder? Wie komme ich dorthin? Warte mal. Also dort unten ist ein Edelstein, aber wie ich dorthin komme, ist vielleicht die viel interessantere Frage. Kann ich hier runterspringen? An der Seite irgendwie? Ich weiß nicht, wie ich dorthin kommen soll. Ich meine, Edelstein ist ja schön und gut. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich dorthin kommen soll, ist das eine ganz andere... Ah, warte mal, Luigi. Natürlich, warte mal. Dafür muss ich R3 drücken. Genau so. Und jetzt hier durch? Geht das? Ja. Und dann holen wir uns jetzt hier den Edelstein. Sehr, sehr cool. Also auf jeden Fall viele coole Rätsel, würde ich sagen. Kann man hier an der Seite rein oder sieht das nur so aus? Ah, nee, da ist nichts. Okay. So. Aber ich muss sagen, bisher beeindruckt mich das Spiel sehr. Es ist alles, was ich mir gewünscht habe und sogar noch vieles mehr. Lediglich die Bosse sind bisher ein bisschen enttäuschend. Wobei ich auch nicht weiß, ob das wirklich Bosse sind. Also, sowas wie das Zimmermädchen halt, ne? Die werden halt als Bosse eingetragen, aber... Richtige Bosse? Also da mochte ich die Bosse aus Luigi's Mansion 1 und 2 deutlich lieber. Aber wir werden sehen, was da noch so auf uns zukommen wird. Kann ich mit Luigi jetzt auch vielleicht hier durch irgendwie? Ich meine, hier ist ja auch so ein Gitter, ne? Geht das? Das geht tatsächlich! Und kann ich das Ding jetzt hier auch rausholen, oder? Nee, das geht anscheinend nicht. Zumindest nicht so. Machen wir hier die Truhe auf. Ja, Kohle ist hier schon drin, aber... Wird die Maschine von dem Edelstein angetrieben, oder sieht das nur so aus? Ich will den schon ganz gern haben, um ehrlich zu sein. Jetzt, wo ich schon hier bin? Weil ich glaube, das werde ich auch irgendwann mal vergessen. Nein, ich wollte nicht durch... Na, verdammt! Vielleicht wenn ich hier das Licht... Nee. Also ich weiß nicht, wie ich den da rausbekommen kann. Falls ihr da einen Plan haben solltet, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ach, warte mal! Vielleicht so? Mit dem Saugnapf? Nee, das haftet gar nicht. Hier bin ich jetzt gerade schon ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Also vielleicht geht es noch nicht, vielleicht fehlt es da noch eine Fähigkeit. Aber... Ich glaube, man kann den schon irgendwie bekommen. Aber ich weiß halt nicht wie. Schade. Sehr, sehr schade. Vielleicht irgendwie mit diesem Licht? Nee, also keine Ahnung. Gut, ich habe zumindest noch versucht, aber leider war das nix. Man kann auch übrigens mit der Bewegungssteuerung hier sich umschauen. Das ist sehr interessant. Also auch das ist etwas, was vielleicht helfen kann. Wobei ich Bewegungssteuerung echt nicht allzu gern benutze, um ehrlich zu sein. Kann ich... Nee, hier komme ich nicht mit Luigi durch, oder? Das wäre seltsam. Nee, das geht nicht. Das muss schon auf derselben Ebene quasi sein. Okay. Aber hier links gab es ja auch noch irgendwas, was ich mal eben nachschauen wollte. Und zwar bei der Waschmaschine. Da war ja auch ein Edelstein drin. Und ich meine, wenn wir da den Saugnapf benutzen, können wir da vielleicht an den Edelstein rankommen. Aber wir werden sehen. Also hier jetzt. So, und jetzt hier den... So. Das geht, oder? Müsste gehen. Genau. Auch das ist sehr cool. Also merkt euch immer wieder zurückgehen. Euch nochmal vergangene Dinge anschauen. Man findet dort tatsächlich sehr viele Dinge, die man halt damals nicht erreichen konnte. Aber das war es ja auch schon, ne? Genau. Hier waren wir ja damals ganz am Anfang, im zweiten Part. Was jetzt nicht ganz am Anfang ist, aber halt... ja, hier ging es halt richtig los quasi. Im ersten Part dachten wir alle noch, es wird vielleicht mal ein etwas fröhlicheres Abenteuer, aber nee.
Ach, habe ich das hier noch gar nicht gemacht? Den Edelstein hier? Ach, den okay. Den haben wir schon mal geholt in der Vergangenheit. Da würde ich mir schon wünschen, dass das Bild jetzt so bleibt und nicht wieder zum Edelstein zurückgeht, ne? Aber naja. So. Hier hatten wir noch einen Edelstein, ne? Vielleicht können wir irgendwie an den rankommen. Der war nämlich hier oben irgendwo. Also ich hätte schon Bock darauf, dieses Spiel jetzt 100% zu spielen, aber... Ich werde es, glaube ich, davon abhängig machen, wie sehr euch dieses Let's Play interessiert. Aber ich komme doch gar nicht da dran. Warte mal. Komme ich vielleicht irgendwie... Wie kommt man denn dorthin? Mit Luigi vielleicht irgendwie? Nee, das kann ja auch nicht sein. Ich kann ja jetzt hier nicht einfach durchgehen, ne? Nee. Also wie ich da dran kommen soll, erschließt sich mir momentan auch noch nicht so ganz. Kann ich vielleicht von unten irgendwie... warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, aber man kann es ja mal ausprobieren. Wenn ich dort so hoch schaue, ne? Ich kann halt... Nee, ich komme ja auch gar nicht so hoch. Ich habe mir halt gedacht, wenn ich das jetzt hier irgendwie so dort hochschieße und dann ansauge, dass ich mich dann irgendwie hochziehen kann, aber nee. Scheint nicht so ganz der Fall zu sein. Also keine Ahnung, wie ich daran kommen soll. Da brauchen wir vielleicht noch eine weitere Fähigkeit. Aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Gut, begeben wir uns mal wieder zurück in eine andere Etage hier. Wir können jetzt theoretisch in die dritte Etage gehen, ne? Aber ich würde nochmal ganz gerne hier in die fünfte zurück. Und dann nochmal in die erste, weil ich glaube, da war auch noch irgendwas. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen lame vielleicht, dass ich hier nochmal zurückgehe an Orte, an denen wir schon waren. Aber ich mag das halt, die Orte hier zu erkunden. Für mich macht das Luigi's Mansion sehr aus. In vielen anderen Spielen hat man das nicht, dass man sehr viel zu erkunden hat, finde ich. Deswegen, ich mag das ganz gern eigentlich. Deswegen, so. Hier hatten wir noch einen Raum, in den wir noch nicht rein konnten, ne? Können wir jetzt hier vielleicht an der Seite entlang mit Luigi oder so? Nee, das geht nach wie vor nicht. Und da waren, glaube ich, auch die Zimmer von Mario, Peach und Luigi. Hier war auf jeden Fall noch eine weitere Truhe, aber ich glaube, auch da kommen wir nicht ran, ne? Nee, das habe ich auch schon mal versucht mit dem Ding hier, aber nee, das geht nicht. Okay, dann gehen wir mal eben schnell zurück in die erste, in die erste Etage, genau. Da war ja auch noch irgendwas. Und wenn ich jetzt wüsste, wie man hier an den Balkon... Wenn ich hier noch irgendwie reinkommen könnte, ne? Warte mal, ich habe noch eine Idee. Eine Sache möchte ich jetzt eben hier ausprobieren. Ist hier irgendwas? Warte mal. Nee, weil da ist ja noch ein Zimmer an der Seite, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie ich dort reinkommen soll. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie anders hinkommen. Gut, dann gehen wir mal eben zurück in die erste Etage und schauen, ob wir da noch irgendwas bekommen können. Denn auch da wurden wir ja damals so ein bisschen rausgezerrt von Professor Igitt. Und deswegen gehen wir mal eben dorthin zurück. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das Spiel ist gar nicht so groß, oder? Weil es scheint, als ob es relativ viele Etagen geben würde, aber wir haben ja jetzt schon 4 verschiedene Etagen gesehen. Ja, wobei 3, ne? Ah, ich weiß nicht, wir werden sehen, wie groß das Spiel ist. 10 bis 12 Stunden, damit wäre ich eigentlich schon ganz zufrieden, um ehrlich zu sein. Bald kommt ja auch schon Pokémon Schwert und Schild raus. Bis dahin möchte ich zumindest dieses Let's Play schon mal aufgenommen haben. Und ich hoffe, dass das irgendwie machbar sein wird. Aber hier war ja noch irgendwas, ne? Dort hätten wir zum Beispiel noch einen weiteren Edelstein. Kriege ich den vielleicht so irgendwie? Nee. Also auch hier wüsste ich jetzt nicht so ganz, wie ich dort rankommen soll. Also ich glaube, mir fehlen hier noch ein paar Fähigkeiten, die wir dann im Laufe der Zeit noch bekommen werden. Auch da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es wird sich halt anbieten, ne? Ah, warte mal, vielleicht mit dem Ding hier? Ist ja, nee, bringt alles nichts, okay. Aber hier oben war auch noch irgendwas, deswegen schauen wir mal hier oben schnell nach. Und warte mal, ist hier vielleicht irgendwas versteckt? Nee. In Luigi's Mansion 1 war da ja so ein Kronleuchter, den man runter saugen konnte, hier aber nicht. Gut, gehen wir mal hier rein. Hier wurden wir ja damals rausgezerrt, ne? Als wir hier waren, hier war ja Dr. Igitt, Professor Igitt, wie auch immer. Und er wollte, dass wir direkt zurückgehen, aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte ja noch weiterschauen. Hier haben wir ja noch einiges bestimmt. Oh, zum Beispiel ein paar Geister. Kommt mit! Heute ist übrigens für mich immer noch Halloween. Ich nehme heute richtig viele Parts auf. Aufnahme ist mittlerweile 2,5 Stunden lang. Und ich glaube, ich werde auch noch 2, 3 Stunden weitermachen. Also ich habe richtig Bock darauf.
Ach ja, Luigi's Mansion ist schon eine schöne Spieleserie. Schade, dass es nicht so erfolgreich ist. Es ist jetzt auch nicht unerfolgreich, aber da kommt man nicht weiter, oder? Aber deswegen bekommen wir halt auch nicht allzu oft neue Luigi's Mansion Spiele. Wir hatten halt eins auf dem 3DS und eins auf dem GameCube. Aber wirklich viel ist es ja jetzt auch nicht, ne? Aber ist vielleicht auch ganz gut so, weil wenn die Spieleserie einfach gespammt werden würde, dann wäre sie halt auch nicht mehr wirklich was Besonderes, ne? Merkt man ja ganz gut an Pokémon, was irgendwie jedes Jahr mittlerweile rauskommt. Und da ist die Qualität schon ein bisschen gesunken über Zeit, würde ich sagen. Was sehr schade ist, aber naja. Geld regiert halt bekanntlich die Welt. Deswegen, schade, schade. Aber ich kann schon verstehen, warum sie hier nicht jedes Jahr Luigi's Mansion raushauen wollen. Aber ich fände schon ganz cool, wenn sie pro Konsole zumindest eins machen würden. Wie ich da reinkommen soll, weiß ich immer noch nicht so ganz. Ich muss ja halt irgendwie die Wand entfernen, ne? Also ich kann ja wohl nicht mit Luigi irgendwie durch dieses Loch dort unten, oder? Nee. Gut, das hat sich jetzt nicht so ganz gelohnt, aber ich wollte mal hier nachgeschaut haben. Aber warte mal, ich hab... Eine Idee habe ich noch. Und zwar kamen wir ja gerade nicht hier durch, ne? Aber vielleicht kommen wir hier als Luigi durch? Der ist ja etwas wandelbarer, ne? Vielleicht kann er hier... Ach, ich kann gar nicht Türen öffnen, deswegen hat sich das schon mal geklärt. Okay, na dann. Schade. Es war ein Versuch wert, würde ich sagen. Man muss ja erstmal auch hier schauen, wie die ganzen Mechaniken so funktionieren. Wie die interagieren und so. Deswegen, ja. Deswegen begeben wir uns dann jetzt auch schon in die dritte Etage. Ich frage mich auch schon, was wir dann dort haben. Ich hoffe ja wirklich sehr, dass die Etagen sich auch alle stark voneinander unterscheiden. Weil das war so eine Sache, die mir an Luigi's Mansion 2 sehr gefallen hat, dass dort halt diese verschiedenen Villen waren. Und nicht nur eine, ne? Das war daran halt ziemlich cool. Wie kriege ich jetzt diesen Diamanten hier? So wahrscheinlich nicht, ne? Nee, also da... Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Fähigkeit dafür, würde ich sagen. Deswegen brauchen wir gar nicht lang rumzurätseln. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Und dann jetzt auf in die dritte Etage. Ja, ein bisschen Aufzugmusik wäre schon ganz schön. Mir so einen leichten Beat ein bisschen, aber ein bisschen mehr wäre schon ganz schön. Wo sind wir nun hier? Dritte Etage, da waren wir ja noch gar nicht. Oh, hier haben wir, glaube ich, ein Restaurant und so. Hier links geht's anscheinend in so ein, wir brauchen einen Schlüssel, okay. Was haben wir hier? Eine Karte? Oder was ist das? Hä? Ah, Friseur, Café, so ein Geschenkeladen, Kleiderladen vielleicht, Notausgang, was das oben links darstellen soll, vielleicht so eine Art Juwel, aber ich weiß es nicht so genau, okay. Ha, also links geht's ja nicht weiter, deswegen schauen wir mal hier, was wir hier so haben. Können wir hier rein? Sieht nicht so aus, ne? Okay. Ach, das war das Badezimmer für Frauen, also sollten wir vielleicht auch nicht vorbeischauen. Aber hier im Badezimmer für Männer? Ist hier jemand? Dort rechts ist das Licht an. Hallo? Erstmal hier schauen. Hä? Kann ich nicht rein? Warum? Hä? Ach, warte mal, vielleicht, wenn ich das so mache. Ich komme! Bloß keine Angst haben! Das ist eine Falle, oder? Ja, das ist nur so eine Figur. Ein bisschen Kohle war auch noch drin. Okay, okay. Aber hier ist anscheinend jemand drin. Ich will dich nicht stören, aber ich müsste mal vorbeischauen. Ich brauche einen Schlüssel. Ach so. Der Schlüssel hat hier gekackt, oder was? Okay. Ja, wie kriege ich den jetzt? Ach so, einfach mitnehmen. So, her mit dem Schlüssel. Yay. So. Aber ich sehe hier, dass hier etwas für Luigi ist, oder? Warte mal. Was haben wir hier? An der Seite? Kann ich das irgendwie... Das kann ich bestimmt wegmachen. Weg damit! So. Auch da kann ich vielleicht mit Luigi rein. Schauen wir mal hier. Ja, 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 der kann da rein. Ach, und jetzt sind wir hier. Aber was jetzt? Ich komme ja hier nicht durch. Luigi kann ja nicht das Wasser berühren. Darf ja nicht das Wasser berühren, ne? Was mache ich denn jetzt?
ich kann ja auch... Hä? Ich check es gerade, um ehrlich zu sein, nicht so ganz. Ich bin jetzt zwar hier, aber ich komme ja auch nicht rüber. Das Ding da vielleicht? Wenn ich jetzt hier reinlaufe, bin ich tot, ne? Genau. Ja, aber was mache ich denn dann? Warte mal. Was ist jetzt eigentlich hier, wenn ich hier reingehe? Kann ich hier rein? Wieso sehe ich das überhaupt? Ist ja nicht hier auf dem... Ihr seht das doch im Spiegel, ne? Irgendwas ist an diesem Spiegel faul, oder? Täuscht mich das? Warte mal. Nee, das ist gerade ein bisschen seltsam, weil ich sehe hier das Ding dort, diesen Abfluss, aber hier ist ja nichts auf dem Boden, wenn ich hier mal so schaue. Ich versuche das jetzt nochmal. Hier muss ich doch irgendwie weiterkommen können. Oder checke ich hier irgendwas nicht? Irgendetwas vollkommen Offensichtliches? Ich müsste halt mit Luigi irgendwie hinkommen. Also vielleicht kriegen wir da noch irgendeine Fähigkeit, die uns helfen wird. Also Eis zum Beispiel, das gab es ja in Luigi's Mansion 1 damals, aber nee, ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Merken wir uns das erste Mal und kommen vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hierher zurück. Was haben wir hier? Telefon? Irgendjemand da? Nee, niemand da, okay. Ja gut, aber hier kommen wir nicht wirklich weiter, ne? Wir haben jetzt halt diesen einen Raum gehabt. Und mit Hilfe des Schlüssels kommen wir jetzt auch hier links rein, aber ansonsten ist hier auch nicht viel mehr. Was haben wir jetzt hier? Hier war das Café? Oder der Friseur oder was war hier? Auf der Karte sah es zumindest so aus. Luigi, du bist verwirrt, aber das ist gerade nicht hilfreich. Was ist los, Luigi? Ach, da oben. Ach, ist das hier der Wachmann oder was? Und der hat... Ah, der hat einen weiteren Schalter. Also gefühlt haben die Geister hier wirklich mehr Angst, als wir es haben. Also ob so ein ängstlicher Typ hier wirklich Kaufhauskopf sein soll, weiß ich nicht. Hat ja sogar von einer Ratte Angst, du. Aber die Geister hier haben auf jeden Fall Persönlichkeit, würde ich sagen. Der hat seinen Schlüssel verloren und das macht ihm nichts aus? Hat er nicht was bemerkt oder was? Okay. Aber warte mal, hier kommen wir als Luigi bestimmt rein, oder? Ja, rein hier. Ich höre hier, hier leuchtet irgendwas. Hört ihr das? Hier ist irgendwas versteckt, glaube ich. Machen wir erstmal hier das ganze Zeug weg. Hier die ganze Frauenkleidung braucht ja niemand. Eben hier wegmachen, oh, das auch weg. So. Ach, ich höre auf jeden Fall irgendwas. Das ist doch nicht die Kohle. Ist das der Schlüssel, der von oben aus schon Krach macht? Das kann ja kaum sein, oder? Auch hier ist jede Menge Kohle. Luigi, hast du das gerade gesehen? Der Wachmann hat ein... Ja, ich weiß doch. Ich hab's doch gesehen, Alter. Hier, das Zeug mal eben mitnehmen. Ich glaube, hier ist irgendwas versteckt irgendwo. Ah, oh, falsche Taste. Nein. Mach das Ding kaputt, Alter. Okay. So, hier. Die Kohle mitnehmen. So. YouTube-Money auf jeden Fall immer mitnehmen. So ist ja nicht hier, Leute. Kann ich? Da kann ich bestimmt irgendwie... Ach so, hier. Warte, mit X einfach. Ach, da... Ach, da! Brauchen wir dafür den Schlüssel? Oder wie ist? Warte mal, hier ist, glaube ich, noch irgendwas, oder? Ja, hier. Was nun? Ah, da kommen wir jetzt hier weiter. Sehr cooles Versteck. Ja, ich weiß, ich habe es doch gesehen, dass er das Versteck... dass er das Ding gemacht hat, ne? So, hier. Ein weiterer Edelstein. So, hätten wir auch den und die Truhe können wir wahrscheinlich auch noch aufmachen, oder? Ja, da ist halt ein bisschen Kohle drin. Ach man, ich liebe dieses Spiel. Das macht ja so viel Spaß gerade. Ich hatte natürlich ein paar Sorgen, als die ersten Trailer rauskamen. Man weiß ja nie, ob die Spiele wirklich gut werden oder nicht, wenn man sie zuerst sieht. Aber momentan macht es mir richtig viel Spaß. Ach, ich habe jetzt so lange auf ein neues Luigi's Mansion gewartet. Es ist so schön. Ich kann es euch wirklich nur sehr empfehlen, euch das Spiel zu kaufen. Es macht wirklich viel Spaß. Ich meine, wenn euch das Let's Play nicht gefällt, wenn euch das Spiel nicht zusagt, dann natürlich nicht. Aber mir macht es momentan sehr viel Spaß und ich kann es nur sehr empfehlen. Ja, Alter, der braucht mich aber nicht hier mit seinem Kram vollspammen. Ich habe schon gesehen, ja. Aber warte mal, ist hier noch ein Geist irgendwo? Oh, da ist der Friseur, seht ihr den? Der ist da drin. Ich sehe, wie sich die Scheren bewegen. Ist das vielleicht... Vielleicht ist es auch Toko. Wer weiß, der weiß. Aber da kommen wir so nicht rein, ne? Nee, also ich wüsste zumindest nicht, wie...
Oder vielleicht doch? Warte mal. Ah, ich weiß wie. Und jetzt mit Luigi und dann so. Oder? Ja. Auch das ist ein sehr cooles Rätsel. Wollen wir mal hier rein. Aber hier ist, glaube ich, ein Bossgeist oder so. Aber das ist einfach zwei Normalos. Also, es nervt schon ein bisschen mit dem Typen, der mich immer voll labert. Also, Igitt, der war damals nicht so nervig. Ich weiß natürlich, dass ich da jetzt hin soll, klar, aber ich will mich halt auch umschauen. Ich mag es echt nicht, wenn man Let's Player hat, die einfach durch das Spiel durchrennen. Das ist echt nicht so meins. Deswegen will ich auch nicht so sein. Das ist einfach nicht meine Art, Videospiele zu spielen. Deswegen, wir machen das hier alles schön gründlich, schauen uns schön um. Manchmal findet man halt auch gar nichts, aber das gehört dazu. So spielt man halt Spiele, finde ich. Immer schön alles versuchen zu finden. Und ja, auch hier brauchen wir einen Schlüssel. Okay, den Kreuzschlüssel quasi. Aber wo sind jetzt die Geister hin? Hier waren ja gerade zwei Geister mit Scheren oder ein Geist mit Scheren. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas, oder? Warte mal. Ein bisschen Geld. Ja, also das hätten sie jetzt nicht so machen müssen, dass der einen hier wirklich alle 2 Minuten mit dem Kram voll labert. Ist ja nicht mal alle 2 Minuten, irgendwie alle 30 Sekunden, ne? Das ist schon ein bisschen nervig, finde ich. Kann ich hier noch irgendwas finden vielleicht? Ich glaube, ich habe jetzt schon alles gesehen, oder? Ich brauche halt den Schlüssel, ne? Ohne komme ich hier halt auch nicht wirklich weiter. Na gut. Begeben uns dann mal wieder nach draußen. Ist das noch irgendwas hier? Nee, sieht fast nicht so aus. Ja gut, dann wollen wir jetzt mal nach oben gehen hier. Und wir sollen jetzt wohl den Schlüssel finden, oder was? Aber da der Part hier eigentlich schon ziemlich lang ist, würde ich sagen, holen wir uns dann den Schlüssel im nächsten Part von Luigi's Mansion 3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch zur Unterstützung, wie immer sendet. Und der Typ, der nervt echt wahnsinnig, Alter. Bis zum nächsten Mal bei Luigi's Mansion 3.